Hallo Kackbratzen. Die Ära der PS3 und der Xbox 360 brachte eine Vielzahl an unvergesslichen und neuen Franchises auf den Markt, von denen leider nicht alle eine Fortsetzung erhielten, obwohl es die Titel absolut verdient hätten. Eines dieser Spiele war das Ende 2011 von Rockstar Games veröffentlichte L.A. Noire. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Wie gesagt, war Rockstar Games nur für die Veröffentlichung verantwortlich. Entwickelt wurde das quasi Open-World-Spiel von Team Bondi, das leider nicht mehr existiert. Man sollte auch nicht den Fehler machen, L.A. Noire mit einem GTA zu vergleichen. Erstens hat es das Spiel wegen seinen Alleinstellungsmerkmalen nicht verdient und zweitens spielt sich der 40er-Jahre-Krimi komplett anders. KGPL calling car 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. Dieses Mal schlüpfen wir in einem großen Rockstar Games-Spiel mal nicht in die Rolle irgendwelcher Verbrecher. Denn in L.A. Noire wechseln wir die Seiten und übernehmen die Rolle eines gnadenlosen Gesetzeshüter. Das allein macht aber L.A. Noire nicht besonders. Das Herausragende an dem Polizeidrama war eine komplett neue Motion-Capture-Technik, die die Gesichtsausdrücke der Schauspieler aus jedem Winkel erfasste und somit eine realistische Nachbildung eines menschlichen Gesichts ermöglichte, was bei den vielen Verhören im Spiel von wesentlicher Bedeutung ist. Oh Gott! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Die Entwicklung von L.A. Noire war allerdings die reinste Hölle. Das Spiel war 7 Jahre lang in Entwicklung und Team Bondi hat sich wohl anscheinend übernommen. Abgesehen davon, dass das Spiel eigentlich zunächst exklusiv für die PS3 hätte erscheinen sollen, ist das weit größere Problem, dass man den Angestellten zu viele Überstunden und einen komplett toxischen Arbeitsplatz zumutete. Nur dank Rockstar Games, die erst spät bei dieser Party auftauchten, konnte L.A. Noire überhaupt fertiggestellt werden. Allerdings war laut Rockstar die Zusammenarbeit mit Team Bondi absolut beschissen, was am Ende dazu führte, dass aufgrund der zahlreichen Beschwerden seitens aller Mitarbeiter und auch aufgrund der öffentlichen Meinung zu Team Bondi das Entwicklerstudio gleich nach Fertigstellung des Spiels die Pforten dicht machte. Ein wahrer und sehr realer Krimi. Kommen wir aber mal zum Spiel. Floyd Rose, Homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. Die Handlung von L.A. Noire spielt im Los Angeles der Nachkriegszeit. Der ehemalige Soldat Cole Phelps ist nach seinem Einsatz im Pazifikkrieg in die USA zurückgekehrt und dem LAPD beigetreten, wo er nun einen Job als Streifenpolizist übernahm. Das Spiel startet erst langsam, denn mittels den ersten eher lahmen Missionen sollen wir mit den Kernmechanismen des Spiels vertraut gemacht werden. Wir suchen also Tatorte nach Hinweisen ab, verhören Verdächtige anhand weniger Hinweise, fahren ein wenig durch die Stadt und erleben auch unsere erste Verfolgung zu Fuß sowie eine Schießerei, die sich allerdings nicht so gut anfühlt wie in den GTA-Spielen. Wir sind hier allerdings so unfassbar gut, dass man im Präsidium auf uns aufmerksam wird und so schnell die Karriereleiter raufklettern. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. So schieben wir zunächst Dienst im Straßendeliktdezernat, später aber auch in der Sittenpolizei und natürlich in der Mordkommission. Jedes Mal erhalten wir auch einen anderen Partner, mit einem jeweils sehr speziellen Charakter. Manchmal sind sie einfach nur schlecht gelaunt, aber schnell entdecken wir, dass es auch einige korrupte Beamten unter seinen Kollegen gibt. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Kelsky? We have to work together, don't be so touchy. Die Dialoge zwischen Phelps und seinen Partnern dienen als Kulisse und wir können die Dynamik zwischen den verschiedenen Paaren im Laufe jeder Fallserie beobachten. Sein Partner der Sittenpolizei zum Beispiel sieht zunächst auf den auf Hochtouren laufenden Phelps und seine neumodischen Detektivmethoden herab. Aber nach einer Reihe von Erfolgen zollt er ihm widerwillig Anerkennung und sogar etwas Bewunderung. Insgesamt sind aber die Gespräche mit seinen Partnern ganz gut gelungen und wir erfahren auch so mehr über unseren Hauptdarsteller, während wir mit unserem Auto durch die Stadt kurven. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. L.A. Noire ist ein Spiel, das stark von seiner Erzählung getragen wird, sodass kleine Extras wie eben diese kleinen Gespräche mit seinem Kollegen das Gesamtbild abrunden. Phelps' Partner haben aber noch einen anderen sehr großen Vorteil. Wann immer man möchte, kann man sich auf den Beifahrersitz hocken und den Partnern das Steuer überlassen. Somit haben wir zwischen den Missionen nicht nur Zeit, durch unsere Beweise zu gehen, sondern kommen zudem sicher am Zielort an. Und diese Mechanik ist besonders wichtig, denn wenn man mit seiner Karre um die Ecken biegt und dabei vielleicht noch Straßenlaternen, Briefkästen oder sogar andere Fahrzeuge beschädigt, erhält man einen enormen Punktabzug, wenn es zur Beurteilung des aktuellen Falls kommt. Use the siren. Thanks for your trouble. You don't care who gets in your way, do you?
Wer also vermeiden möchte, den entstandenen Schaden zu bezahlen und jede Mission auch mit der perfekten Punktzahl abzuschließen, hält sich entweder verdammt nochmal an die Regeln oder überlässt seinem Partner das Steuer, wobei allerdings der ganze Spaß dann flöten geht. Back in business, boys. Do you have a mother asshole, a sister? How about showing some respect for this poor woman? Unser Hauptdarsteller wird sich während der Story enorm wandeln. Er beginnt als vermeintlicher Kriegsheld und guter Kerl und zunächst scheint er eine typische Hauptfigur zu sein, die sich mit harter Arbeit zum Helden mausert. Je mehr wir allerdings über ihn erfahren, desto klarer wird uns, dass Phelps enorme charakterliche Schwächen hat. Und das gilt jetzt nicht nur für seine Zeit als Soldat im Pazifikkrieg. Auch die Zivilperson Phelps ist wenig liebensgewürzig. Schon früh im Spiel erfahren wir, dass unser angeblicher Held verheiratet ist, aber das hält ihn natürlich nicht davon ab, eine Affäre mit der sexy deutschen Nachtclubsängerin Elsa einzugehen. Und was macht der Held? Er verlässt Frau und Kinder. Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Kurz gesagt, er ist ein Typ mit Klasse. Und so ist sein Ende im Spiel für viele vielleicht eine Erleichterung. Es geschieht selten, dass man in einem Spiel im Verlauf der Story den Hauptcharakter mit so viel Verachtung gegenübersteht. Als Spieler fühlt man sich manchmal komplett hilflos, da man auf eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle mitgenommen wird, bei der man zusehen muss, wie nach und nach unser Held immer mehr zu einem verhassten Kerl wird. Somit ist sein Ende wirklich begrüßenswert. In ähnlicher Weise war auch die Hauptgeschichte häufig moralisch zweideutig, was völlig im Einklang mit der Natur des Spiels steht. Als Phelps beispielsweise die schwarze Dahlia verfolgt, hat er Zweifel, ob unter den Verdächtigen sich auch wirklich der eigentlich gesuchte Massenmörder befindet. Aber Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps und so müssen wir gezwungenermaßen auch noch jede zwielichtige Figur hinter Gitter bringen, damit diese dann vielleicht zu Unrecht verurteilt werden. Den Polizeihauptmann freut es, unseren Helden allerdings nicht so sehr. Als Phelps und sein Partner herausfinden, wer wirklich hinter den Massenmord steckt, wird der wahre Täter, der übrigens mit einem prominenten Politiker verwandt ist, unter den Teppich gekehrt. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this. Phelps und sein Partner zögern allerdings nicht lange und töten den wahren Mörder. Die eigentliche Wahrheit wäre ohnehin nie ans Licht gekommen, aber somit verhindert man wenigstens, dass die Morde weitergehen. Das war zumindest einer der Lichtblicke in der ganzen Story und auch wenn einem der Hauptcharakter nicht gefällt, muss man die erzählerische Leistung trotzdem loben. Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Für ein Spiel, das im Jahr 2011 auf den Markt kam, macht es eine unglaublich gute Figur auf der PS3 und man merkt, dass man die Hardware des Sony-Systems bis an ihr Limit brachte. Schaut man sich hingegen die Xbox 360-Version an, so glänzt diese nicht wirklich. Die Bildrate ist zwar in etwa gleich, aber aufgrund der Leistungsproblematik auf der Xbox kommt es hier öfters zu Problemen. L.A. Noire ist ein grandioses Beispiel dafür, dass die PS3 der Xbox 360 eindeutig überlegen war. Wäre das Spiel wie geplant auch nur für die Sony-Konsole veröffentlicht worden, wäre vermutlich die grafische Leistung noch um ein Vielfaches besser gewesen. Aber da man für einen Multiplattform-Titel eben immer auf das schlechtere System Rücksicht nehmen muss, muss man eben auch einige negative Dinge in Kauf nehmen. Aber lassen wir mal das Xbox 360-Bashing. Die Gebäude, Straßen, Autos und vieles mehr sieht einfach wunderschön aus. Nicht viele Gebäude haben Innenräume, aber diejenigen, die wir betreten können, wurden mit unglaublich viel Details versehen. Alles wirkt überaus authentisch und man kann wohl mit Sicherheit behaupten, dass L.A. Noire insgesamt das wohl schönste Spiel dieser Generation war. Und hier kommen wir auch schon zum Kernelement des Spiels. Die Ermittlungen. Insgesamt ist das Gameplay der Ermittlungen ziemlich einfach, aber trotzdem unterhaltsam gestaltet worden. Sofern Objekte nicht sofort mit einem blinkenden Dings gekennzeichnet wurden, gilt es oft, jeden Grashalm umzudrehen, um nach Hinweisen zu suchen. Allerdings muss man auch hier keine Angst haben, dass man etwas übersehen kann, denn nähert man sich einem interessanten Objekt, wird der Spieler mit einem sanften Palim, Palim! Darauf aufmerksam gemacht, dass sich in unmittelbarer Nähe ein wichtiges Beweisstück befindet. Diese Detektivarbeit ist wichtig, viel essentieller sind aber die Verhöre und die damit verbundenen Gesichtsaufnahmen der Verdächtigen. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look. Ich weiß, dass es viele Stimmen gibt, die diese Schauspielerei für absolut übertrieben halten und in der Tat sind sie das auch. Vermutlich, weil man der Welt zeigen wollte, wie unglaublich toll die eigens für das Spiel entwickelte Motion-Capture-Technologie war.
Aber auf der anderen Seite sind alle Gesichtsaufnahmen wirklich wunderschön. Bruh. Jede kleine Bewegung, jedes Zucken, Schnüffeln, Kratzen und so vieles mehr verleihen den Darstellern Leben und war damals ein unglaubliches Erlebnis und grafisch definitiv atemberaubend. Dank der übertriebenen Darstellungen ist es nicht wirklich schwierig herauszufinden, ob nun eine Person die Wahrheit sagt oder uns knallhart ins Gesicht lügt. Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. Bei den Verhören ist es auch unglaublich wichtig, dass man alle seine Notizen beisammen und auch ein gutes Auge für Details in der unmittelbaren Umgebung des Verhörs hat. Denn bezichtigt man einer Person der Lüge, muss man mit einem treffenden Beweis seine Behauptung untermauern. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Es ist die Mischung aus verschiedenen Arten des Gameplays, die das Spiel so liebenswert macht. Neben der eher langweiligen Ermittlungen am Tatort und den Verhören mit Verdächtigen, dürfen wir uns auch sehr oft in ein wildes Handgemenge stürzen. Der Faustkampf geht gut von der Hand und wer bei all der Action sogar seinen Hut behält, kann dafür sogar eine Trophy verdienen. Was jetzt eher so mittelprächtig gelungen ist, sind die Schießereieinlagen. Es ist nicht wirklich komplex, aber das Deckungssystem war damals schon komplett veraltet. Es ist so zäh, dass es einen davon abhält, aus der Deckung zu entkommen und trotzdem ist man vor feindlichen Kugeln nicht immer sicher, da eure Gegner auch hinter der Deckung euch kinderleicht mit Blei vollpumpen können. Noch steifer als die Schussmechanik ist wohl das Autofahren und das führt auch zu eher unangenehmen Verfolgungen. Diese Verfolgungsjagden sind genau wie in einem GTA stark geskriptet und das Rubberbanding ist in vielen Fällen extrem. Wenn man aber mal herausgefunden hat, wie man damit umgehen soll, wird das Ding zum Kinderspiel. You're behind the wheel. Der wohl größte Unterschied zwischen einem GTA und L.A. Noir ist jedoch, dass GTA eine weite und offene Welt hat, die man frei erkunden kann, während L.A. Noir ein mehr oder weniger komplett lineares Erlebnis ist. Es gibt zwar eine relativ große Karte und man wird darin auch jede Menge Nebenmissionen finden, in denen man einige Straftäter abseits der Story-Hops nehmen oder auch Fotos von Sehenswürdigkeiten schießen darf, aber trotzdem wirkt die Welt von L.A. Noir sehr eingeengt. Wie erwähnt, befindet man sich im Los Angeles der 40er Jahre und die Stadt selbst strotzt auch nur so von Details, aber trotzdem wirkt sie komischerweise leer und bei weitem nicht so interaktiv wie in einem GTA. Und ich weiß, dass das komplett widersprüchlich klingt, wenn ich von einer großen Stadt spreche, aber es lässt sich eben nicht anders beschreiben. Man hat eine große Karte mit einem Füllhorn an Sammelobjekten und Nebenmissionen, die auch irgendwie wichtig sind, da man somit auch viele Erfahrungspunkte sammeln kann, die einen die Ermittlungen erheblich erleichtern. Aber trotzdem hat man alles nicht so wirklich einladend gestaltet, dass man auch wirklich jeden Winkel der Karte erkunden möchte. Selbst Mafia hat das besser gelöst. Das Ding ist eben, dass die Natur des Spiels zwar eine offene Welt ist, aber man eben mehr oder weniger streng der Hauptmission folgt. Vermutlich liegt es aber auch daran, dass man nicht wie ein gestörter Henker mit seinem Auto durch die Straßen kurven wird und das Autofahren eben zu einer lästigen Arbeit mutiert und eben weit weniger lustig ist als in einem großartigen GTA. Und wäre es nicht für ein paar Erfahrungspunkte, könnten mir die Sammelobjekte und Nebenmissionen nicht gleichgültiger sein. Und das ist eine absolute Schande, denn ich hätte wirklich gerne die Stadt auf eigene Faust erkunden wollen. Denn die Gebäude, die Auswahl an Autos, Werbetafeln und selbst die Leute im Spiel vermitteln eine so schöne Atmosphäre. Aber L.A. Noir möchte nicht wirklich, dass man von den festgelegten Pfaden abweicht. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. Die Geschichte ist eben der Star des Spiels und ehrlich gesagt ist die wirklich verdammt gut geschrieben worden. Die Haupthandlung mit den Höhen und Tiefen wird mit einer Reihe von Rückblenden aufgepeppt, die uns mehr über unseren Hauptdarsteller erzählen und auch wenn wir vielleicht Phelps nicht so sehr mögen, ist die Handlung so gespannt wie ein Flitzebogen. Selten findet man ein Spiel mit einer so fesselnden Story und insgesamt hat man sehr viel Arbeit geleistet, um die Grenzen zwischen Spiel und Film stärker verschwimmen zu lassen als in jedem anderen Spiel, das wir bis zu dieser Zeit gespielt haben. Schon allein deswegen ist es nicht fair, L.A. Noir als langweiligen GTA-Klon zu betiteln. Noch nie zuvor gab es ein Spiel dieser Art und auch wenn es eine Menge Fehler gibt, gehört es wohl zu den besten Titeln, die man überhaupt spielen kann. What are you doing? 2017 wurde L.A. Noir für PS4, Xbox One und sogar für die Switch neu aufgelegt und natürlich ist das Spiel heute noch hübscher als zuvor. Aber allein wenn man sich die PS3-Version ohne Vorwissen live in Farbe und bunt zu Gemüte führt und sich nicht nur ein Video anschaut, könnte man schon fast meinen, dass das Spiel vielleicht sogar ein früher PS4-Titel war. L.A. Noir sieht auch heute noch so unfassbar gut aus und auch wenn es insgesamt vielleicht kein Spiel für jedermann ist, sollte es trotzdem von jedem mal gespielt werden. Zu schade, dass es nie eine Fortsetzung gab. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.
Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.